herzlich willkommen zu unserer Special-Podcast-Folge, unserem Gamescast. Mein Name ist Leo und wir sind heute live auf der DEFCON. Und heute bin ich nicht alleine, heute ist Nico dabei. Und hallo Nico, möchtest du dich vorstellen? Ja, mein Name ist Nico Novara und ich bin mit einer der Entwickler von My Love, Make Your Choice, einem Storytelling-Spiel. Und ich bin dafür die Texte verantwortlich und freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich auch, dass du hier bist und dass du uns die Möglichkeit gibst, ein so spannendes Thema zu besprechen. Das heutige Thema wird nämlich sein Storytelling und wie man abstrakte Formen, also sowas Abstraktes wie Text, am besten visualisieren kann, dass eine visualisierte Story daraus entstehen kann. Ja, ich bin ja ein alter Sack, das muss man an der Stelle ja dann auch sagen, weil das hört man ja nicht immer. Und ich komme aus einer Zeit, wo man tatsächlich Stories noch mit Word geschrieben hat, auch interaktive. Das waren auch so meine Einstiege als Autor damals in die Games-Branche. Und das ist die Hölle, weil du im Grunde genommen Sequenzen einfach nur schreibst wie eine Semesterarbeit für die Uni. Ja, und du schreibst halt eine Nummer oben drüber und dann sagst halt, okay, das ist die Szene 5.1 und die verzweigt dann in die Szene 5.1.1a oder in die Szene 5.1.1b und dann schreibst du auf die nächsten Seiten die Szene 5.1.1a und dann willst du aber von da aus weiter verzweigen und dann fragst du dich, schreibe ich jetzt erst 5.1.1b oder schreibe ich jetzt erst 5.1.1.1a oder wie auch immer das dann heißen mag. Und das war für mich damals, ich habe es gehasst, musste mich trotzdem irgendwie durchquälen und habe immer ein Tool gesucht, was mir dabei hilft, es vernünftig zu machen. Und es gab einfach nichts auf dem Markt. Also ich habe dann mit Celltech angefangen. Das war damals, das ist ein Tool, was von australischen Studenten, Filmstudenten entwickelt wurde. Das ist heute noch erhältlich, mittlerweile kommerziell. Und ganz hervorragendes Drehbuch-Tool. Aber auch die können nicht wirklich gut Interaktivität. Und mittlerweile habe ich dann das große Glück gehabt, dass ein Freund von mir, mit dem ich zusammen an einem Projekt gearbeitet habe, gesagt hat, sag mal, wollen wir daraus nicht eine Technologie machen und sowas machen, was Autoren hilft, sich da zurechtzufinden? Und das war für uns damals der Einstieg und die Geburtsstunde von Gamebook, dem Werkzeug, an dem wir jetzt immer noch arbeiten. Und Gamebook basiert ja darauf, dass eben genau das visualisiert wird in Blöcke und dass Abzweigung gepackt wird, sodass der Autor direkt das visualisiert hat. Also ich kenne das von mir, wenn ich auch selbst schreibe, dass ich es mir nebenbei versuche zu visualisieren, die Orte oder auch die Handlungsstränge einfach für mich selbst, damit, weil das, was man im Kopf hat, kriegt man ja nicht sofort abstrakt aufs Papier. Ja, also für mich war das, das war auch der Grund, was mich sozusagen an diesem Projekt von Anfang an fasziniert hat, dass ich wusste, das ist meine Gelegenheit, ein Tool so zu bauen, wie ich es würde haben wollen. Und was wir jetzt haben, ist, glaube ich, schon, ich habe euch das vorhin ja kurz gezeigt, ich kann es hier einmal kurz erklären, es ist im Grunde genommen eine webbasierte Anwendung, das heißt, du startest es im Browser und wenn du ein neues Projekt anlegst, dann hast du eigentlich nur verschieden geformte Blöcke, die du einsetzen kannst, wie du sie brauchst. Also wir haben einen Narrative-Block, ja, der ist dann eben wirklich ein Quadrat und in diesem Block drin, wenn man den aufmacht, dann kommt ein Fenster, bei dem man editiert und in diesem Fenster kann man halt schreiben, okay, das passiert an diesem Ort, kann dem sogar, wenn man möchte, ein Bild zuordnen, ja, kann dann sagen, und da passiert folgende Handlung, dann kann man seine Dialoge schreiben, dann kann man seine Zwischentexte schreiben und dann speichert man das und sagt, und jetzt kommt eine Entscheidung. Und Entscheidungen sind bei uns dann Sechsecke, ja, und von denen gehen dann die verschiedenen Äste raus. Und da ist aber auch schon ein wesentlicher Unterschied. Sehr, sehr viele Tools bei der Visualisierung arbeiten mit so einem klassischen Baummodell. Ja, die klassischen Entscheidungsbäume, jeder hat das vielleicht schon mal gesehen. Das bedeutet halt, an jeder Entscheidung hängen mindestens zwei Äste dran und darunter ist dann wieder eine Entscheidung mit zwei Ästen. Und wenn man das durchdenkt und sich ein komplettes Spiel vorstellt und sagt, okay, ich erzähle da jetzt eine Stunde oder zwei Stunden Handlung, dann kann man sich vorstellen, wenn man so einen reinen Baum machen würde, ist der gigantisch. Ja, dann hast du halt wirklich irgendwann ganz unten eine Breite, wo du schon selber keinen Überblick mehr hast. Und ich finde, für eine Autorin muss so das absolute Ziel sein, wenn jemand zu dir kommt, auf einen beliebigen Knoten in deiner Geschichte zeigt und sagt, wie kommst du denn an diesen Punkt? Also, ne, welche Handlung führt dich dahin?
dann muss ich als Autorin eigentlich in der Lage sein, mit Hilfe meines Werkzeugs innerhalb von einer Minute nachzuvollziehen, wie bin ich da hingekommen. Und das funktioniert nicht bei einem klassischen Baum, weil der ist halt, da sind so viele Knoten drin. Wenn mich da jemand fragt, ist die einzige Chance, die ich habe, rückwärts laufen. Ja? Also ich bin hier hingekommen, weil ich das gemacht habe und davor das und davor habe ich den geärgert und dann habe ich das geklaut und davor habe ich das gemacht und dann weiß ich irgendwie, wie ich an diesen einen Knotenpunkt gekommen bin. Und wir wollten das auf keinen Fall in unserem Werkzeug. Und wir arbeiten stattdessen, klingt jetzt sehr programmiertechnisch, ist es aber gar nicht. Wir arbeiten stattdessen mit Variablen oder für all unsere lieben Autoren da draußen, ich bin ja auch einer, ja, wir nennen die Marker, weil im Grunde genommen sind es nichts weiter als Bookmarks. Der Autor sagt an irgendeiner Stelle, das hier will ich mir merken. Ich will mir merken, dass ich dieses Brötchen beim Bäcker gekauft habe und in der Tasche habe. Und wenn ich dann unten an den See komme und die Enten kommen an, dann möchte ich wissen, dass ich dieses Brötchen in der Tasche habe und dass ich das zerbröseln kann und an die Enten verfüttern kann. Und dann will ich mir aber auch wieder merken, dass es weg ist. Und wenn dann das kleine Kind zu mir kommt und sagt, ich habe Hunger, hast du was zu essen für mich? Dass ich dann sagen muss, nee, ich habe es an die Enten verfüttert. Und das lässt sich über so ein Markersystem super einfach machen. Plötzlich wird mein Baum, mein Erzählbaum, ganz schmal. Ja? Der ist nicht mehr riesig ausladend, sondern der wird ganz schmal, hat nur ganz kleine Verästelungen, kommt immer wieder zusammen in der Mitte und trotzdem vergesse ich nichts. Ich kann mir jede Kleinigkeit merken, ich kann jederzeit auf diese Marker zurückgreifen und kann sagen, ich habe doch da mal ursprünglich ein Lesezeichen drauf gesetzt. Ja? Dann kann ich das doch jetzt auch wieder abfragen und kann das an der Stelle nutzen. Und wenn man das korrekt anwendet, dann ist diese Software, obwohl sie auf den ersten Blick so einfach scheint, ja, unglaublich mächtig und kann im Grunde genommen jede Art von Geschichte darstellen. Ich wollte genau darauf gerade ansprechen. Also die Komplexität der Entscheidungswege, die wird ja dadurch nicht vereinfacht, sondern es wird einfach nur visualisiert, anders dargestellt für den Autor. Aber die ein Baum erscheint durch die vielen Entscheidungsmöglichkeiten ja super komplex. Aber man hat ja trotzdem, man kann ja super viele Entscheidungswege trotzdem visualisieren und dann, man hat aber eine lineare Richtung, in die man sich entwickelt. Genau, also das Faszinierende daran ist, wenn man konsequent diesen Weg geht, ne, es schränkt dich nicht ein in der Menge an Möglichkeiten, die du hast. Es hilft dir nur, dich besser zurechtzufinden hinterher in deinem Baum, wenn du was verändern, verbessern, verschönern möchtest. Also es ist einfach stringenter, schmaler und damit auch übersichtlicher auf lange Sicht. Das war auch immer das Ziel. Also für uns ging es nie darum zu sagen, der Autor soll nicht so kompliziert denken, sondern im Gegenteil, für uns war das Ziel immer, die Autorin, den Autor in den Mittelpunkt zu rücken und zu sagen, das kommt nicht darauf an, was das Tool leistet, sondern es kommt darauf an, was du machen möchtest. Und bei uns ist es halt so, wenn du als Autorin der Meinung bist, du kannst 150 Variablen im Überblick behalten und kannst die irgendwie jonglieren, dann darfst du das. Also es gibt da kein Hindernis. Das wird dazu führen, dass deine Story irgendwann sehr groß wird und es wird dazu führen, dass du an einigen Stellen hochkomplexe Situationen hast, wo du ganz viele Abfragen machen musst, ja, und sagen musst, okay, also ist jetzt dieser Marker vorhanden, dann sag bitte das und das und wenn der vorhanden ist, dann sag bitte das und das und wenn ich dich geärgert habe, dann reagier so, aber das ist dein Ding. Das kannst du als Autor, als Autorin machen bei uns und wir werden dich daran nicht hindern, sondern das System wird dich an allen Stellen unterstützen. Das ist auch bei uns alles darauf ausgerichtet, dir visuell zu helfen, dich zurechtzufinden. Also sprich, du siehst bei unseren kleinen Blöcken, wenn da ein Pfeil an der Seite dran ist, dann weißt du, hier an dieser Stelle wird eine Variable ausgegeben. Und wenn auf der anderen Seite so ein kleines Fähnchen ist, dann weißt du, hier wird irgendeine Variable als Bedingung genutzt. Und du kannst sofort auf einen Blick sehen, dass da irgendwas passiert. Und wir haben noch netterweise für die Autoren eine kleine Minimap eingeführt. Ja? Und wenn du die dann noch aufmachst, dann kannst du tatsächlich auf einen Blick sofort erkennen, hier ist was irgendwie anders gefärbt als die anderen Blöcke. Da passiert was, da muss ich drauf gucken, da ist irgendwas, wird entweder was ausgegeben, was genutzt oder auf jeden Fall ist da irgendwas, was da anders ist als sonst in meiner Geschichte. Und jedes Mal, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie wir diese Software verbessern können, dann ist es immer ausgerichtet auf den Gedankengang, wie können wir die Autorin mächtiger machen? Wie können wir dafür sorgen, dass sie eine bessere Kontrolle über ihre Geschichte hat und dass sie am Ende die bestmögliche Geschichte auch abliefern kann? Durch solche Visualisierungen, bist du der Meinung, dass Geschichten dadurch auch an
mehr Möglichkeiten bekommen. Also dadurch, dass man das alles auf einen Blick hat, dass man vielleicht Dinge sieht, die man, wenn man sie nur komplett in Word zum Beispiel hätte, überhaupt nicht sehen würde. Ja, das Schöne ist ja, ich muss mittlerweile da gar nicht mehr eine Meinung haben. Ich kann das mit absoluter, hundertprozentiger Gewissheit sagen, weil wir haben in unserer eigenen App 7 Bücher. Ja, und davon sind halt die ersten natürlich noch entstanden, als unsere Technologie auch noch in den Kinderschuhen steckte. Und wir hatten Autorinnen und Autoren, die halt gesagt haben, na, ich würde das lieber erstmal in Word gerne machen und dann in die Technologie übertragen. Und wir wissen einfach, dass diese Geschichten deutlich schwächer sind, wesentlich weniger interaktiv, wesentlich weniger Macht an den Spieler und an die Spielerin später auch geben, als die Geschichten, die direkt in unserer Technologie geschrieben werden. Weil diese Visualisierung, zu sehen, oh, da ist ein Abzweig, zu sehen, oh, es gibt eine Variable, die ich vorhin genutzt habe, auf die ich aber lange nicht mehr zurückgegriffen habe, zu sagen, oh, ich erinnere mich, ich habe da mal was gemacht. Ich meine, unsere Geschichten gehen über 10 oder 12 Kapitel. Wenn du in Kapitel 9 angekommen bist, wir rechnen im Prinzip immer, eine geübte Autorin braucht für ein Kapitel circa eine Woche. Das heißt, also im Schnitt bist du, wenn du in Kapitel 9 angekommen bist, bist du mindestens schon die 9. Woche dabei, dieses Buch zu schreiben. Sagen wir mal, es hat an irgendeiner Stelle eine Verzögerung gegeben. Kommt natürlich nie vor, logisch, also ganz klar. Aber es könnte ja mal passieren. Ja, also zum Beispiel, man stellt fest, man hat sich irgendwie beim Schreiben ein bisschen verrannt. Irgendwas ist nicht da angekommen, wo es angekommen sein sollte und so. Das heißt also, du bist nicht in der 9. Woche, sondern du bist zwar im 9. Kapitel, aber du bist schon in der 10. oder 11. Woche. Ob du dann noch weißt, ja, warum du mal eine Variable in Kapitel 1 gesetzt hast, das wage ich zu bezweifeln. Das hilft dir aber, wenn du bei uns im Tool sagst, da war doch mal, was war das nochmal für eine Variable, und du bei uns in die Übersicht gucken kannst und siehst, ach, hier ist die, und mit einem Knopfdruck an die Stelle springen kannst, ja, wo das ursprünglich mal gesetzt wurde, und dir durchlesen kannst, stimmt, da habe ich das gemacht, deswegen habe ich die gesetzt, und dann weißt du auch wieder, was kann ich mit der Variablen anfangen, was kann ich damit abfragen und wofür kann ich die später nochmal nutzen. Und wir versuchen immer von der Seite zu denken, was sind die Werkzeuge, die dir als Autorin, als Autor helfen, die Übersicht zu behalten und bessere Geschichten zu schreiben. Und wir sehen, also das muss man ja auch sagen, wir sehen das ganz direkt, ne? Weil wir monetarisieren über Premium-Entscheidungen in unserer App. Das heißt also besonders attraktive und schöne Entscheidungen. Und wir sehen einfach, wenn eine Entscheidung gut formuliert ist und wenn die gut vorbereitet ist, dann haben unsere Leserinnen auch mehr Lust, die zu kaufen, als wenn das einfach so dahingeschludert ist. Ja, es gibt ja immer diese Premium Visual Stories, wo eben diese Stories nicht so gut geschrieben sind. Und daraus ist ja ein ganzes Meme entstanden auf YouTube, wo YouTuber darauf reagieren, weil es halt eben so schlecht geschrieben ist. Und da habe ich mich auch immer gewundert, wie kann es so weit kommen? Weil ich meine, es ist eine visualisierte Geschichte. Also das habe ich nie nachvollziehen können, den Part. Worauf ich auch noch mal kurz ansprechen wollte, wo wir das mit den 10 Wochen hatten. Ich kenne das mit dem Prokrastinieren. Gibt's bei uns nicht. Ja, also diese Schreibblockade, die man manchmal hat, oder diese Prokrastination. Ja. Das passiert auch oftmals wegen eben dieser Textform, die man vor sich liegen hat, weil sie nicht zeigt, wie viel man schon erreicht hat. Ist es so, dass wenn man sieht, wie viele Punkte man schon abgearbeitet hat, dass man dann viel motivierter an die Sache rangeht? Also ich kann mich jetzt ja mal ein bisschen richtig unbeliebt machen, ja, und sagen, Schreibblockaden, also es gibt 2 Arten von Schreibblockaden, um mal so tief durchzuatmen und mich nicht ganz so unbeliebt zu machen. Es gibt 2 Arten von Schreibblockaden. Es gibt tatsächlich die Schreibblockaden von Leuten, die schon sehr, sehr lange und viel schreiben und die einfach an einen Punkt kommen, wo sie merken, es ist schwer, neuen, originellen, frischen Gedanken für ihre Geschichte zu erfassen. Ja, das kenne ich auch und es passiert einfach. Wenn du professionell schreibst und wir haben festangestellte Autoren bei uns im Team, dann hast du normalerweise keine Schreibblockade, weil wir bereiten das vor. Also wir reden zu dritt über jedes einzelne Kapitel. Und bei jedem Buch. Wir sprechen darüber, was soll in dem Kapitel passieren, was ist logisch, was ist unlogisch, welche Sachen müssen wir vorsichtig sein, welche Figuren haben wir lange nicht mehr benutzt, welche Art von Premium-Entscheidungen haben wir in letzter Zeit sehr oft gehabt, welche können wir stattdessen nehmen.
Und das wird so detailliert im Vorfeld besprochen, wie die Autorin das braucht. Mhm. Und dann setzt sich die Autorin hin und setzt das Besprochene um. Und das macht einen riesen Unterschied, weil du damit einen Teil der Last auf mehrere Schultern verteilst. Und diese Angst vor einer Schreibblockade ist ganz häufig die Angst vor der Aufgabe, ne? Also die Angst vor der Größe. Und je mehr du diese Aufgabe verteilen kannst und je kleiner du sie machst und je mehr Happen du sie teilst, desto einfacher ist es, sich immer wieder diese kleinen Meilensteine zu setzen. Ne? Ich muss noch hier eine Entscheidung reinpacken und jetzt brauche ich hier nur noch einen Dialog und ach Mensch, ich wollte ja noch das da reinmachen, das muss irgendwann mal gesagt werden und plötzlich fließt es viel einfacher von der Hand. Und wenn du dann eben noch so ein Tool hast, was dich tatsächlich dabei unterstützt und dafür sorgt, dass du einen Überblick behältst über, wo stehe ich in meiner Geschichte, was habe ich bisher gemacht und wo könnte ich eventuell hingehen, dann ist eine Schreibblockade eher rar. Das gibt es mal und es wird bei uns auch, also bei uns sind Schreibblockaden eher eine Sache von einer Stunde, ja, dass jemand sagt, mir fällt heute nichts mehr ein, ich mache jetzt mal Feierabend, ich gehe jetzt nochmal einkaufen und dann setze ich mich vielleicht später nochmal dran und arbeite nochmal daran weiter. Und das ist dann auch okay, weil es ist eine Kreativarbeit, gerade kreative Arbeiten kannst du häufig nicht zeitlich forciert auf eine bestimmte Linie packen. Du kannst halt nur sagen, okay, wir haben die Erwartung, dass innerhalb von einer Woche ein Kapitel fertig wird, aber ob du jetzt Montag 8 Stunden daran arbeitest oder Montag 6 und 2 Stunden machst du was anderes und Dienstag 6 und 2 Stunden oder ob du zwischendurch einen Tag Pause brauchst und dafür bist du am nächsten Tag total kreativ, das kannst du im Vorfeld nicht sagen. Und da ist auch jede Autorin, jeder Autor anders. Und das muss trotzdem möglich sein. Also das eigentlich ist sozusagen ausnahmsweise mal nicht der Weg das Ziel, sondern das Ziel das Ziel. Und am Ende ist es eine Frage von, wie wird dieses Ziel erreicht, ja, völlig unwichtig. Sondern es ist nur wichtig, du kommst da an, wo du hin willst. Also ich habe oft gehört, wenn es um Games Writing geht, dass der Writer so alleine dargestellt wird. So, er wird dazugeholt ins Team und hey, wir brauchen jemanden, der uns Texte schreibt und dass er so als alleiniger Part so da ist. Aber so wie ich das jetzt wie du das erzählt hast, würdest du das bestätigen, dass Writer definitiv von Anfang an ein Part der Geschichte sein sollten und dass Kommunikation intern immer fließend sein sollte? Na, also wir ticken da natürlich auch anders als andere Unternehmen. Ne? Also wir sind ganz klar ein Unternehmen, was auf Storytelling ausgelegt ist. Und wir glauben an die Macht des Storytellings. Und das kannst du nur, wenn du den Autor an eine andere Stelle rückst. Weil das, was du beschreibst, ist in der Games-Branche ja de facto so. Also genauso habe ich das auch erlebt. Ja? Reingeholt werden, dann werden dir die Figuren hingelegt, die schon fertig sind. Und dann wird gesagt, und mit denen machst du jetzt mal eine nette Geschichte. Ja? Und wenn du dich hinstellst und sagst, naja, mir fehlt da aber noch eine Figur, dann heißt halt, ja, sorry, aber das ist zu teuer, das können wir jetzt nicht mehr machen. Genau. So, das ist der normale Weg, wie sehr, sehr oft in der Games-Branche gearbeitet wird. Und das ändert sich langsam. Also langsam merken die Leute, wenn wir eine gute Story haben wollen, dann müssen wir die Position des Game Writers verändern. Ja? Da muss die Autorin von Anfang an mit dabei sein. Da muss der Autor die ganze Zeit über eingebunden sein. Dann muss es eine Möglichkeit für die Person geben, sich einzubringen und zu sagen, was sie denkt, was sie fühlt und was eventuell die Story stärken könnte. Und für uns war das nie eine Frage, weil wir wollten immer Games machen, die vom Storytelling getrieben werden. Und wenn du sagst, Storytelling ist für uns nicht eine Bereicherung des Spiels oder ist es ein nettes Gimmick, was wir oben drauf sitzen, sondern Storytelling ist unsere Game-Mechanik, dann hat automatisch der Storyteller eine andere Funktion und einen anderen Stellenwert. Also bei uns kommt die Autorin zuerst. Also es wird zuerst festgelegt, was ist die Geschichte, was sind die Figuren, was sind die Orte. Gleichzeitig gibt es natürlich bei uns Limits. Also du kannst dich nicht bei uns hinsetzen und sagen, so, ich brauche jetzt 24 verschiedene Locations für meine Geschichte und ich brauche 100 verschiedene Figuren, weil das ist dann nicht finanzierbar. Aber es gibt halt klare wirtschaftliche Vorgaben. Ja? Wir arbeiten im Schnitt mit circa 12 verschiedenen Handlungsorten und wir arbeiten im Schnitt mit circa 14, 15 verschiedenen Figuren in der Geschichte. So,
Das Schöne ist aber, bei uns ist es ein Story-Universum. Das heißt, du kannst, wenn du möchtest, in alten Geschichten wildern. Wenn du sagst, okay, ich brauche nicht, also ich brauche zwar mehr Orte, aber ich würde einfach diese Bar, die wir schon mal genutzt haben, die würde ich gerne wiederverwenden. Und es gibt auch hier diese tolle Universität, an der die, vielleicht kann ich da auch noch was von nutzen. Dann wunderbar, hast du auf einmal in deiner Geschichte nicht mehr 12 Orte, sondern hast halt 14. Herzlichen Glückwunsch. Ja? Und wenn du eben sagst, ich könnte mir auch vorstellen, die Figur taucht bei mir auf, sehr schön, dann hast du halt eine Figur mehr zur Verfügung. Aber trotzdem kommt die Autorin als erstes und sagt, das ist das, was ich brauche und was ich haben möchte. Und dann gibt es bei uns auch eine super enge Zusammenarbeit mit den Grafikern, weil einfach klar ist, ohne die Grafiker geht gar nichts. Ja? Die Artists müssen verstehen, was ist die Vision der Autorin bei dieser Geschichte, was sind es für Figuren, wie funktionieren die. Und dann haben wir ein wirklich fantastisches Artist-Team, was einfach diese Sachen umsetzt und sich da auch reindenken kann und sich auch für dieses Thema interessiert. Und dann einfach eine liebevolle, attraktive Gestaltung dieser Figuren macht. Und das ist für mich ein Weg zu arbeiten. Ja? Das ist für mich das, was Team bedeutet. Also Team ist halt nicht, die einen machen was und dann geben sie das an die anderen und dann müssen die was damit weiterarbeiten, sondern Team ist, wir sprechen uns miteinander ab, wir arbeiten zusammen, wir versuchen gemeinsam eine Basis zu finden und wir arbeiten an dieser Basis und auch unsere Autoren nehmen zur Kenntnis, ja, wenn unsere Artists sagen, tut mir leid, das ist zu komplex, das können wir in der Zeit nicht fertigstellen, dann muss an der Stelle auch der Autor, die Autorin ihre Ansprüche zurückstellen und sagen, okay, dann machen wir das anders. Habe ich bisher noch nicht erlebt, einfach weil wir ein sehr gutes Art-Team haben, aber das wäre für uns ein völliges Selbstverständnis. Und natürlich habe ich das schon erlebt, dass wir an bestimmten Stellen gesagt haben, in der Vorausplanung, ja, okay, das nächste Buch müssen wir mehr mit Sachen bestücken, die schon existieren, weil wir es nicht schaffen werden, alles neu zu machen, einfach weil die Zeit nicht reicht. Dann ist das so. Ja? Und selbstverständlich ist es für mich heilig, wenn unsere Lead Artist zu mir kommt und sagt, pass auf, für das erste Kapitel kann ich dir nicht so viele Hintergründe geben, wie du willst, und ich kann dir für das erste Kapitel auch nicht so viele Figuren geben, wie du willst, sondern wir schaffen bis dahin nur 3 oder 4. Und dann wird es eben von der Autorin auch so umgesetzt. Sie setzt sich dann hin und sagt, okay, dann schreibe ich halt nur Szenen mit diesen 3 oder mit diesen 4 Figuren und nutze auch nur die 3 oder 4 Hintergründe, die ich habe. Und da gibt es bei uns auch kein, also das ist was ich sehr zum Beispiel auch in unserem Team schätze. Ja? Das ist halt, das sind alles Menschen, die handverlesen sind, also die zu uns kamen, die wir, mit denen wir gearbeitet haben und festgestellt haben, die sind super und wir wollen die haben, weil die in unser Team passen. Und da gibt es kein Rumgezicke, da gibt es auch keine Star-Allüren, ja? Und da gibt es auch kein, das mache ich aber nicht und ich will das aber so, ja, das kommt nicht in die Tüte und das, auf die Idee würde auch keiner kommen, weil wir uns, das Grundprinzip der Zusammenarbeit ist gegenseitiger Respekt. Und nur so kannst du ein Projekt dieser Größenordnung auch schaffen. Wenn die Leute sich nicht gegenseitig respektieren, dann arbeiten sie auch nicht gut zusammen. Das kennen wir von uns, also von der Studentenwerkstatt Games. Wenn wir intern die Kommunikation nicht stimmt, dann ist auch das Event dann am Ende nicht so, wie es sein könnte. Und wo wir beim Punkt Einstellungen sind, wie sieht denn eigentlich das Portfolio eines Schriftstellers, eines Writers aus, der sich bewerben möchte? Ach Gott, das finde ich ja super schwierig. Also ich selber sage ja immer von mir, ich habe ja mit 2 Freunden zusammen ein erfolgloses Buch geschrieben. Das ist so die Grundlage, um sich Autor nennen zu dürfen. Man muss mindestens ein erfolgloses Buch auf dem Markt haben. Also nicht mehr auf dem Markt am besten. Also schon verramscht, damit man darauf verweisen kann. Mhm. Nee, also ernsthaft, mir ist viel wichtiger, ich glaube, ich setze noch mal an, bei uns ist es so, wir machen tatsächlich in der Firma ungefähr alle 3 bis 4 Monate einen Writers Workshop. Der wird öffentlich ausgeschrieben und dann können sich Leute darauf bewerben. Die müssen Schriftproben mitschicken von Dingen, die sie schon gemacht haben. Und dann setze tatsächlich ich mich zusammen mit unserer Executive Producerin hin und gucke mir die Sachen an, lese jede einzelne Schriftprobe mir durch und dann versuchen wir anhand dessen und anhand der Lebensläufe zu entscheiden, von wem glauben wir, dass sie eher gut zu uns passen könnte. Und die Personen werden dann eingeladen zum Workshop.
Und dann sind wir einen Tag mit den Autorinnen und den Autoren zusammen. Auch wirklich so viel Zeit wie möglich gemeinsam da, lassen uns einen Pitch geben, lassen die Leute was schreiben und gucken uns das dann hinterher an und entscheiden dann genau anhand dieser Ergebnisse und am menschlichen Eindruck, den wir über den Tag hatten, wer ist derjenige, den wir jetzt als nächstes einstellen oder mit wem könnten wir zusammenarbeiten. So, und das ist, finde ich, ein Auswahlverfahren, was für alle Seiten fair ist, weil wir arbeiten an diesem Tag auch mit unserer Technologie. Und das ist auch für die Autorinnen und Autoren eine Möglichkeit zu testen, will ich das überhaupt? Das, was die mir da gerade anbieten, ja, das klingt erstmal so verführerisch. Oh super, ich kann Games-Autorin werden. Ich stelle dann eben jeder Autorin die Frage, okay, du bist dann die nächsten 12 Monate, 18 Monate damit beschäftigt, Romantic-Comedy-Novels zu schreiben, interaktive. Möchtest du das? Ist das das, was du willst? Bist du sicher? Und du musst es mit diesem Tool schreiben. Also du darfst es nicht in Word schreiben, weil wir wissen, dass das Ergebnis dann nicht gut genug ist. Ja, wir wollen, dass du unser Tool nutzt, weil wir wissen, dass die Hilfestellung, die du da kriegst, dich zu einer besseren Leistung anspornt. Und es gibt auch genügend, die dann eben schon aufgestanden sind und gesagt haben, nee, vielen Dank für die Chance, aber das ist nicht meins. Und ich bin da niemandem böse, ja, weil das bringt mir ja gar nichts, wenn irgendjemand sagt, nee, ich will das unbedingt. Und dann 3 Wochen später, nachdem ich die Leute eingestellt habe, zu mir kommen und sagen, ah, eigentlich ist das doch nichts für mich und ich merke, ich kann es nicht so gut. Und weil verschwendete Lebenszeit für uns alle. Ja, lasst uns alle viel ehrlicher an der Stelle miteinander sein und schlicht und ergreifend sagen, was wir denken, weil wir müssen uns gar nicht mögen im Anschluss. Also ich habe auch schon Leute gehabt, bei denen ich gesagt habe, ich finde dich menschlich super. Und wenn ich eine Position hätte, auf die du irgendwie passt, hätte ich dich gerne um mich in dieser Firma. Aber es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, du bist keine richtige Autorin für das, was wir hier machen. Und das ist keine Beurteilung der Fähigkeiten dieser Leute. Das können fantastische Autoren sein und Autoren für andere Themen. Aber es braucht einen bestimmten Typus, um diese Art von Geschichten zu schreiben, auf dem Stand, auf dem wir sie gerne hätten. Und dazu gehört auch, wir haben einen sehr hohen Anspruch an uns, was unsere Leserinnen angeht, wie wir möchten, dass die behandelt werden. Also wir möchten, wir haben, also das klingt immer so albern, weil das klingt so nach super Eigenwerbung, ja, aber wir wissen, dass unsere Leserinnen zwischen 14 und 19 sind. Das ist ein Alter, in dem man wahnsinnig offen für Manipulation ist, bei dem man wahnsinnig offen ist für alles Mögliche an Negativen, was an Sätzen fällt und was auf einen einprasselt. Und wir fühlen uns, so albern das klingen mag, für manche Leute an der Stelle verantwortlich und haben das Gefühl von, wir möchten Geschichten schreiben, die dir nicht das Gefühl geben, du musst super schlank sein, du musst dich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, du musst das und das mögen und das nicht mögen, sondern wir wollen genau das nicht, sondern wir wollen allen da draußen klar machen, so wie ihr seid, ist es völlig okay. Und es gibt kein Falschsein oder Richtigsein, ja, sondern es gibt nur, ihr seid so, wie ihr seid. Und unsere Geschichten sollen genau das widerspiegeln. Ja. Also mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer, wir haben in fast allen unseren Büchern, ich muss fast sagen, weil es im ersten Buch, was wir geschrieben haben, nicht drin ist. Ja. Wir haben in fast allen unseren Büchern immer eine homosexuelle Love Story als Möglichkeit drin. Und die ist auch nicht irgendwie besonders gekennzeichnet oder läuft irgendwie anders als die anderen, sondern die ist ein ganz selbstverständlicher Teil unserer Erzählung, weil es ein ganz selbstverständlicher Teil des normalen Lebens ist. Ja. Und wenn ich merke, dass ein Autor oder eine Autorin nicht in der Lage ist, das geistig umzusetzen oder da Schwierigkeiten hat, das zu akzeptieren, dann weiß ich, diese Person ist nicht die richtige für uns. Und wie gesagt, das ist kein Qualitätsmerkmal, ja, sondern es ist einfach nur, das ist unser Anspruch. Und wenn sie dem nicht gerecht werden, dann ist das okay, aber dann eben nicht bei uns. Den kann ich voll und ganz zustimmen. Ich bin gerade ein bisschen geflasht von
Also ich kann es dann auch wieder auf der anderen Seite, ja, muss man auch ganz klar sagen, daraus will ich auch keinen Hehl machen. Natürlich wollen wir damit Geld verdienen. Also, ja, ich will, dass das nicht jetzt klingt, als wir sind hier die Mutter Teresa der Games-Branche und machen Dinge, sondern natürlich wollen wir damit Geld verdienen. Und ich habe auch mit Leuten schon darüber diskutiert, ob das fair ist, was wir machen. Ja, wir haben eine Free-to-Play-App im Storytelling-Bereich, die natürlich ganz stark mit dem psychologischen Moment Fear of Missing Out spielt. Ja. Ja? Und das kann man, also ich will das gar nicht beschönigen, weil für mich ist es ein Deal, den ich mit unseren Leserinnen eingehe. Ich sage ihnen, ja, diese Entscheidung kostet Geld, aber ich verspreche dir, wenn du sie nimmst, bekommst du zusätzliche Spielzeit, die Leute, die es nicht bezahlen, nicht kriegen. Und du wirst Dinge in dieser Geschichte erleben, die andere nicht erleben. Das ist der Deal, den ich mit dir eingehe. Und es ist meine feste Überzeugung, und das zeigen auch unsere Ergebnisse, ja, wenn wir auf unsere Kennzahlen gucken. Wenn man das nicht erfüllt, dann gehen die Leserinnen auch weg. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil wenn ich ein Produkt kaufe und das Ergebnis gefällt mir nicht, dann kaufe ich es auch nicht wieder. Ja. Und deswegen, das ist, wir wollen damit Geld verdienen, wir haben eine Methode, mit der wir das machen. Wir spielen da natürlich mit Emotionen. Logisch, es ist eine Romantic Comedy. Ja? Womit soll ich sonst spielen, wenn nicht mit Emotionen? Ja. Geschichten erzählen geht immer um Emotionen. Und natürlich sind das attraktive Angebote, die ich da mache für Geld. Aber ich verspreche halt auch, dafür gibt es so viel Content, dass sich die Investition am Ende des Tages lohnt. Und wenn sie sich nicht gelohnt hat, dann steht es ja immer noch dir frei, keine weitere Entscheidung zu kaufen, ja, und uns damit sozusagen klar zu machen, nee, mir reicht auch eure Basisgeschichte, ich brauche die Erweiterung nicht. Du kannst es auch durchspielen, ohne einen einzigen Cent auszugeben. Genau das, also ich meine, wenn man sich ein Buch kauft, dann kauft man die komplette Geschichte, da kann man nicht entscheiden, hey, ich will nur bis zu dem Punkt das Buch, ich will nur das halbe Buch kaufen oder so. Man hat diesen einen Preis bezahlt und dann ist man enttäuscht, weil die Geschichte nicht gut war. So bekommt man erstmal eine Kostprobe, guckt sich die Geschichte an, wenn die wirklich gut ist, dann ist man bereit dafür zu bezahlen. Also Menschen bezahlen ja gerne für gute Geschichten, daran sehe ich jetzt aus meiner Sicht nichts Verwerfliches. Genau, also ich sehe das auch so. Ja. Ich wollte das nur klarstellen, weil das sind eben beides Aspekte in der Gamesbranche, die man im Auge haben muss. Also ich glaube, die Gamesbranche hat eben eine große Möglichkeit, auf der einen Seite ein positiver Faktor zu sein im Erwachsenwerden und im Älterwerden von jungen Menschen, völlig egal welchen Geschlechts. Ja. Ja, und eben auch völlig egal welcher Religion und eben auch völlig egal welcher sexuellen Orientierung. Das muss uns nicht interessieren, das hat uns nicht zu interessieren und es ist völlig unwichtig. Ja. Und das ist eine Stärke von Games, die inhärent in diesem Medium drinsteckt. Dass diese Möglichkeit gegeben ist, das zu tun. Und das nicht zu tun, halte ich halt für verwerflich. Auf der anderen Seite, ja, und das muss man eben auch ganz klar sagen, ist es trotzdem ein Business und es ist trotzdem eine Industrie. Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass das Kosten erzeugt, so eine Geschichte zu schreiben und zu veröffentlichen. Und erst recht, wenn man auf der anderen Seite den Anspruch hat zu sagen, wir wollen aber möglichst viel in dieser Geschichte berücksichtigen und drin haben, ja, und da offen sein für alles, was es an Optionen gibt, umso mehr Material habe ich da auch. Und dazwischen eine Balance zu finden und da auch eine Akzeptanz bei den Leserinnen zu finden, ja, das ist einfach für uns elementar. Wir sind auch am Ende des Podcasts angekommen, so wie ich das sehe. Wir haben auch ein kleines bisschen überzogen, aber ich fand das Thema so interessant. Wir haben so viel super interessanten Input bekommen und ich bin sehr dankbar, dass du heute da warst und uns damit auch weitergeholfen hast und den Input gegeben hast. Und ja, hast du noch Fragen an uns vielleicht? Für mich ist die eigentlich spannende Frage, was passiert jetzt? Was wird für euch die Folge sein von so einer Unterhaltung? Gibt es eine Auseinandersetzung bei euch in den Fachbereichen? Versucht man das irgendwie umzusetzen? Gibt es eine Diskussion über Ethik, Moral und ich weiß nicht was? Was mich sehr interessieren würde, ich würde super gern genau daran anknüpfen, an den Einfluss, den wir auf Jugendliche haben. Weil der wird vor allem
aktuelles Thema Gewalt in Videospielen, dass das ein bisschen manchmal vergessen wird durch das Marketing und so weiter. Und das wäre ein sehr interessantes Thema für eine Podcast-Folge, die wir gerne verfolgen, die ich gerne verfolgen möchte. Und für den Input bin ich dir dankbar, dass du mich dazu inspiriert hast, so eine Folge dann aufnehmen zu können. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass ich da sein durfte. Ja, und uns hat es natürlich auch sehr gefreut. Und damit beende ich den Podcast. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.